Heinrich neu in die Mannschaft gekommen. Dann Rehmer von Beginn an auf der rechten Außenbahn. Christian Ziege derzeit nicht einmal auf der Bank in Liverpool, aber in der Nationalmannschaft. Heute mit der Chance, sich wieder von seiner guten Seite zu zeigen. Ballack, Sie haben es ja schon vorher in den vergangenen Tagen lesen können, nach seiner Sperre gegen Albanien als spielerisches Element im Mittelfeld neben Deisler in zentraler Offensivposition und Neville und Janka vorne, Jeremis zentral defensiv, das die deutsche Mannschaft. Bei den Griechen überraschend Kostas Konstantinidis, der Mann von Hertha BSC, der sich so auf dieses Spiel gefreut hatte, nicht aufgestellt von Vasilis Daniil, dem griechischen Nationaltrainer. Dafür erstes Länderspiel in der Innenverteidigung von Kostoulas mit der Nummer 3 und weitere Überraschung, der Youngster mit 21 Jahren vorne, Charisteas, in seinem zweiten Länderspiel nach 2 Toren im Freundschaftsspiel gegen Russland von Beginn an im Sturm aufgestellt. Das also das Wichtigste von uns aus. Meine Damen und Herren, und jetzt wollen wir mal hören, was, nachdem wir hier schon noch mal beweisen wollen, wie entsetzt Konstantinidis links im Bild zu sehen entsetzt war und sich ausgeweint hat bei seinem Vereinskollegen bei Hertha, Darius Wosch, ebenfalls nur Reservist vor dem Spiel. Wollen wir mal hören, was Michael Skibbe noch an letzten Informationen bei Waldemar Hartmann zu bieten hat. Ehrlichsten Flankengeber der griechischen Mannschaft zu spielen. Es ist immer wieder schön festzustellen, meine Damen und Herren, bei einem sonst doch so straffen Reglement der UEFA bei solchen Spielen. Auch Vasilios Daniil ist ja ansonsten ein Disziplinfanatiker. Wie locker es zugeht vor einem solchen Spiel. Die griechischen Spieler haben sich mit der Kapelle dann noch ausgetauscht vorher. Ziege und Heinrich mit den letzten Wortwechseln. Und wir auch vor dem Seitenwechsel mit der letzten Zwischeneinblendung. Griechenland Deutschland live im Ersten präsentiert Ihnen BIT, der Fondsmanager. Auf ihn kommt heute eine andere Aufgabe zu, als viele das vor seiner Nationalmannschaftskarriere so schnell erwartet hatten. Denn die meisten dachten doch, erst einmal bleibt er auf der rechten Außenbahn im Nationalteam. Jetzt ist er heute schon von Beginn an der Spielgestalter hinter den beiden Spitzen im offensiven Mittelfeld, hinter Janka und Oliver Neville. Zusammen auch mit Michael Ballack soll er in Abwesenheit des gesperrten Mehmet Scholl die spielerischen Akzente setzen. Schiedsrichter Pereira aus Lissabon. Erste Nervositäten in der griechischen Hintermannschaft. Und erster Einsatz, vielleicht das Zeichen, das er setzen wollte, von Sebastian Deisler. Gegen Zagorakis, den griechischen Kapitän. Vatsatsoglu. Gumas und Kostoulas am Ball, der Debütant. Wissen nicht, wo sie die Bälle hinspielen sollen. Und Sebastian Deisler, der damit zurückläuft. Kahn, wie wir wissen, ein Weltklasse-Torhüter. Als Fußballspieler nicht besser als viele andere. Aber es ging gut. Yes.
Bakurema. Ja, ein bisschen geschoben von Carsten Janger, hat Pereira genau gesehen. Das Zuspiel auf den neuen Mann, auf Argisteas. Der mit der Nummer 9 in seinem zweiten Länderspiel. Dann Pazazoglu und Ballack. Wieder Gonzalez. Und wieder Charisteas. Georgatos, der mit den gefährlichen Flanken. Aber Rehm hat aufgepasst. Georgatos. Achtung, Rehmer, zum zweiten Mal. Ballack und Deisler. Sehr selbstbewusst, Sebastian Deisler. Klasse, zweimal ausgespielt und präzises Zuspiel. Reveal. Und klasse mit nach vorne gekommen, Christian Ziege. Ich will es nicht verschreien, meine Damen und Herren, aber was wir gegen Albanien so häufig nicht gesehen hatten, konnten wir schon nach 4 Minuten bestaunen. Einen guten Spielzug mit viel Hirn. Schnell über 3 Stationen. Hoffentlich bleibt es so. Er war im Abseits. Spät kam die Fahne. Vom Schiedsrichterassistenten Matos, aber sie kam. Aber so wie sich Charisteas anspielen, wie sie ihn suchen, trauen sie ihm eine Menge zu. Dem Youngster der Griechen, auf den müssen die Deutschen, den sie vielleicht gar nicht erwartet hatten im Sturmzentrum, gut aufpassen. Heinrich. Neuville, das schau her. Der Kleine gewinnt ein Kopfballduell. Janka und Rehma. Jawohl! Jawohl, meine Damen und Herren. So muss es doch sein. Der Eindruck täuschte nicht. Selbstbewusster Beginn der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und Marco Rehma nach einem klasse Spielzug, bei dem gleich 3 Dinge als Neuheiten festzuhalten waren, mit dem Führungstor. Neuville gewinnt das Kopfballduell. Janka betätigt sich wie in glanzvollen Zeiten. Zuletzt war er ja nicht in allerbester Form als glänzender Vorbereiter. Und Rehmer endlich mal ein Spieler, der aus der Defensive im richtigen Moment mit nach vorne kommt und das 1:0 macht. Da soll er auf Georgatos aufpassen, hat das 2-mal gut getan und macht darüber hinaus auch noch das Führungstor. Nach 7 Minuten erste Nervenberuhigung für Verlaunskibbe. Pazazoglu. Gut postiert Jeremis.
Sebastian Deisler. Der überragende Einfädler in den ersten 7 Minuten. Die meisten Ballkontakte, wenn er den Ball hat, kam Sinnvolles dabei heraus. Die erste gute Chance schon von ihm initiiert. Auch der Treffer. Klasse Beginn von Deisler und von Rehmer. Ja, es waren die Berliner Minuten bisher im Olympiastadion von Athen. Eleftheropoulos. Was den Griechen überhaupt nicht schmeckt. Ah, die deutschen Stürmer, vor allem Neville, dann die Mittelfeldspieler Ballack und Deisler und auch die aufrückenden, aus der Hintermannschaft nach vorne kommenden Abwehrspieler der Deutschen stören sofort vor oder bei der Ballannahme. Ballroute nicht. Schiedsrichter ließ dennoch weiterlaufen. Heinrich gegen Georgiadis. Zum Freistoß kommt Karagounis. Aha. Was bringt der Ballwechsel? Um ein Haar eine gute Chance für Gummas, den kopfballstärksten Abwehrspieler, der damit aufgerückt war. Zwar deutlich vernehmbare, aber bei weitem nicht so stark zu hörende Sprechchöre. Hellas, Hellas, also für die griechische Mannschaft, wie man das vorher vermutet hatte. Ziege. Heinrich, Heinrich. Schlampiges Abspiel. Bazarzoglu. Zagorakis. Schließlich das so. Deisler lässt ihn auflaufen, den Captain der Griechen. Aber er ist nicht nur Juniorchef, er ist der Chef in der deutschen Mannschaft auf dem Platz bisher. Sebastian Deisler, wie er dirigiert. Das imponiert mir sehr. Georgados, der Mann mit der 11. Aber er kommt nicht zum Schuss. Stattdessen Basinas. Und dann Kostoulas. Im ersten Länderspiel. Spieler in der Hintermannschaft bei den Griechen, inklusive Torhüter von Olympiakos Piräus, dazu Gummas, der Kapitän von Panathinaikos. Janka. Nächste Neuheit. Gewinnt souverän ein Kopfballduell. Sonst ja nicht seine Spezialdisziplin. Und Novotny gegen Charisteas. Schiedsrichterassistent zeigt der Anfallspiel. Mehr als fragwürdig diese Entscheidung, aber was soll's. Jeremis. Deutsche Mannschaft baut die Griechen jetzt ein bisschen auf, indem man sie kommen lässt, ihnen die Initiative überlässt. Ziege. Out in Liverpool, heute Abend in im Nationalteam. Ja,
Georgados. Ziege bisher sehr kopfballstark und Wörz. Jaka. Dieser mehr als nur unglücklich abtropfen. Aber die Souveränität der ersten 8 Minuten ist verloren gegangen. Man beschränkt sich darauf, hinten gut zu stehen. Und nutzt eigentlich die Verwirrung, die da entstanden war in den ersten Minuten und vor allem nach dem 1:0 für Deutschland zu wenig. Im Gegenteil, sie lassen die Griechen mehr und mehr das Spiel bestimmen. Nochmal Remers Führungstor. Sein zweites Länderspieltor. Jetzt aber Janka. Ausspiel gegen Ballack. Das ist der Ziege. Und was macht denn der LF Theropoulos? Er hatte sich dort versteckt, wo ein Torhüter bei einem solchen Freistoß nicht stehen sollte. Der Ziege hatte das gut erkannt. War natürlich auch noch abgefälscht, kommt entschuldigend für den Torhüter hinzu von Gummers. Sei zu seiner Ehrenrettung ganz klar festgehalten. Neville am Trikot gezogen. Skibbe war aufgesprungen. Aber auch gepfiffen, zudem vorher schon harte Attacke gegen Heinrich. Pereira, der Schiedsrichter hat das schon erkannt, dass sich da die eine oder andere kleine Nickeligkeit einschleicht. Und auch wenn wir nicht immer einer Meinung bisher mit ihm waren, aber er versucht alles schon im Ansatz zu unterbinden. Ballack. Robotny soll sich heute mehr in den Spielaufbau einschalten mit einer Dreierkette im Gegensatz zum Albanien-Spiel. Immer wieder Neisler. Gatos. Und jedes Zuspiel von Georgatos landete bisher an irgendeinem Körperteil von Marco Rehmer. Querpässe, Fehlpässe bestimmen nach wie vor weitgehend das griechische Spiel. Mit einem Verdienst der wesentlich im Mittelfeld besser postierten deutschen Nationalmannschaft im Vergleich zum Albanien-Spiel. So kommt das. Jaka und im Abseits steht unglücklicherweise Jens Jeremis, der aber diese Chance in Anführungszeichen durch Vorchecking herbeigeführt hat. Ganz klar, im Moment ist zugegebenermaßen sehr ungewöhnlichen Zuspiels von Jaka Jeremis im Absatz. Da ist der Ballack, da ist auf vielen Positionen zu finden. Beschränkt sich nicht etwa auf die Offensivposition zentral hinter den Spitzen, sondern taucht rechts, teilweise sogar links auf.
Alagoni will. Georgatos. Hat das einfach blind versucht, spekuliert darauf, dass Charisteas nicht im Abseits stehen würde, dem war aber nicht so. Carsten Janka hat er genau unter die Lupe genommen, offensichtlich vor diesem Spiel schon, schießt sich der Pereira. Janka zeigt, der zerrt genauso bei mir am Trikot wie ich bei ihm. Agumas. Die beiden haben sich ja schon ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Entkleidungsduell, denken Sie an die Fotos nach dem Hinspiel in Hamburg beim Spiel Deutschland gegen Griechenland, geliefert. Zum zweiten Mal hier kann ich mit einer etwas unglücklichen Aktion, aber auch noch unglücklich am Kopf getroffen. Sagorakis. Georgiadis, Heinrich ließ ihn flanken. Und Charisteas, wer sagt's denn? Charisteas mit dem Ausgleichstor. Wochen und Monate haben die Stammstürmer der Griechen nicht getroffen. Dann mussten sie auch noch, nachdem der Liberopoulos zuletzt unglaublich viele Chancen vergeben hatte, man nannte ihn schon den Chancentod Griechenlands, den Ausfall von Machlas hinnehmen. Und da sagte Daniil, ich nehme den Youngster, ich nehme Charisteas. Georgiadis, den der Heinrich nie und nimmer hätte flanken lassen dürfen. Und Mutterseelen allein steht Charisteas da. Jeremis 5-6 Meter von ihm entfernt. Und der Charisteas, der vor kurzem gegen Russland im Freundschaftsländerspiel bei seinem Länderspieldebüt beim 3:3 gleich 2 Treffer erzielt hatte, macht auch im ersten wichtigen Spiel sein erstes Tor. Wir haben es fast befürchtet. Sie haben sie spielen lassen, die Griechen. Und den Vorteil der überlegenen Anfangsphase nicht genutzt, die Deutschen. Die Konsequenz und Quintessenz 1-1. So leid es mir tut, der Schwachpunkt in der deutschen Dreierkette in den ersten 20-21 Minuten hieß Jörg Heinrich. Jetzt, das spürt man förmlich von hier oben, an der Körpersprache sieht man es, strotzen sie wieder vor Selbstvertrauen. Der Respekt, den sie hatten nach wie vor von den Deutschen, ist im Moment verflogen. Georgatos. Novotny und Kahn. Oh, viel zu kurz die Kopfballrückgabe. Das war der Fehler von Novotny und nicht der von Kahn. So schnell konnte der gar nicht aus dem Tor kommen. Oh mein Haar, Charisteas mit dem zweiten Tor. Schauen Sie, viel zu kurz, ein Nickerchen. Da kann der Kahn nicht rankommen.
Das war kein Kopfball, das war ein Stirntupfer, mehr war es nicht. Völler hat den Ernst der Lage erkannt, holt sich den Routinier mit Ziege. Oliver Neville am Trikot gezerrt, hat er nicht gesehen, Pereira. Jetzt sofort wieder dagegen halten, Flagge zeigen. Weißler, schönes Zuspiel auf Ballack. Und Elfmeter. Völlig zu Recht, als Ballack ausholen wollte zum Schuss, kommt Georgatos von hinten. Und es gibt zu Recht auch noch Gelb gegen ihn. Es wird diskutiert und debattiert, wer den Elfmeter schießen soll bei der deutschen Mannschaft. Und sie entscheiden sich gegen alte Traditionen für den gefaulten Spieler, für Michael Ballack. Schauen Sie, jetzt kommt der Rempler von Georgatos, sehr, sehr ungeschickt. Ballack. Und Tor. Im goldrichtigen Moment sind alle Vorteile wieder bei der deutschen Mannschaft. Und was mir imponiert hat, der Ballack hat da nicht lange geschaut, als andere noch diskutierten über den Elfmeterschützen, sondern hat sich, auch wenn er den mit viel Glück verwandelt hat, gegen Eleftheropoulos, der die Ecke erahnte und ihn fast gehabt hätte, in bewährter Paul Breitner-Manier von früher den Ball geholt und wollte zeigen, auch ich übernehme heute Verantwortung, und wurde mit Glück und Geschick belohnt. Nächste Chance, vielleicht für Janka. Aber es zeigt das Selbstbewusstsein. Damit ist Rudi Völler zufrieden, dass er sofort Volley den Ball genommen hat. Anders als bei der einen Chance gegen Albanien in der zweiten Halbzeit. Başakşehir und Bach. Oh, Başakşehir hat sich Ballack ausspielen lassen. Und dann gibt er auch Gelb für diese schauspielerische Einlage von Georgiadis. Gelb in diesem Falle, die Farbe der Schwalben. Er hat ihn sicherlich am Fuß getroffen, der Christian Ziege, den Georgiadis. Aber da hatte der schon abgehoben zum Flug. Janka zum zweiten Mal Kopfballsieger. Und bei Hitzfeld wird zu Hause aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Schon wieder Karisteas. Kahn zögert, bleibt aber drin, weil er sieht, der Winkel wird zu schlecht für den Stürmer. Gut gemacht von Kahn. Aber Rema macht das nicht nur, weil er einen Treffer erzielt hat. Bisher ganz hervorragend gegen Georgatos. Er nimmt damit den gefährlichsten Flankengeber der Griechen bisher total aus dem Spiel. Umas. Basinas, der heute fast eine Art Libero spielt. Ansonsten ja im Verein meistens auf der rechten Außenbahn zu finden. Liberopoulos, klasse Fußballer, nach wie vor. Und Zagorakis ist der Kapitän.
Im entscheidenden Moment rückte Nowotny aus der Abwehrformation heraus und versuchte, die Schussbahn zu versperren. Da ist er plötzlich wieder rechts, so wie er vorher die hervorragende Flanke auf Janka schlug. Oh, schade. Zuvor abgepfiffen wegen Foulspiels, aber trotzdem hat man gesehen, der Deisler ist wenigstens einer in der Lage, der 1 gegen 1 einen ausspielen kann. Davon haben wir nicht allzu viele in Deutschland. Janka, fleißig, logiert. Neuville und Basinas. Aber noch stehen zumindest Teile des griechischen Publikums zur eigenen Nationalmannschaft, denn sie sind wieder zu vernehmen, die Hellas-Sprechchöre. Dieses Mal Heinrich sehr gut im Kopfballduell. Vielleicht fängt er sich ja jetzt endgültig. Bremer und gutes Zuspiel wieder auf Deisler. Janka, es wird kombiniert. Ansätze zu Kombinationsfluss. Viel freier Raum. Bremer ist vorn. Deshalb das Riesenloch bis zur Mittellinie auf deutscher Seite. Aber schlechtes Zuspiel. In der ersten halben Stunde unter dem Strich. Abgesehen von dem leichten Nachlassen der deutschen Mannschaft nach dem Führungstor kann Rudi Völler zufrieden sein, vor allem mit dem Ergebnis. Aber auch mit einigen spielerischen Ansätzen und vor allem mit der wesentlich besseren Raumaufteilung als zuletzt gegen Albanien. Janka schirmt die Bälle gut ab und dann kommt in der Mehrzahl der Fälle auch ein ganz gutes Zuspiel. Georgatos, Burns auf Liberopoulos, Karisteas, der beste Mann da vorne in der Offensive nach wie vor. Spielt unbekümmert auf, der Mann mit der 9 bei den Griechen. Nowotny. So muss es sein, wenn wir mit einer Dreierkette spielen. Da kann auch der freie Mann in diesem Falle mal mit nach vorne gehen und Akzente setzen. Ziege. Balak. Da. Bremer. Gumas, kopfballstärkster Mann auch in der Defensive gegen Janka. Jeremis. Vorne des Schiedsrichterassistenten war längst oben. Keine Proteste von Karisteas. Deisler. Wenn er den Ball hat, will er auch immer zeigen,
mit technischen Raffinessen, dass auch in Deutschland guter Fußball gespielt wird. Recht so. Umas und Jacker. Nicht nur Fußball, was die spielen, sondern Ringen der ganz besonderen Art. Nur über die Disziplin darf noch diskutiert werden. Mehr griechisch in Athen als römisch. Wieder Jacker. Aber sofort rückt Ballack auf. Will. Deutsche Mannschaft wieder früher am Ball, näher am Mann, als dies nach dem 1:0 der Fall war. Auf Ziege. Jeremis. Sehr schön gespielt von der Idee her. Auf Christian Ziege und mit Mavrogenidis kommt schon ein neuer Mann. Anstelle von Kostulas. Das bedeutet Ansätze zu offensiverem Spiel. Nach dem 1:2 mit Kostulas wird der Debütant und Abwehrspieler aus der Mannschaft genommen. Und mit Mavrogenidis kommt ein Mittelfeldspieler, der unter normalen Umständen von Beginn an gespielt hätte, aber zuletzt leicht angeschlagen war. Deshalb zog Daniel es vor, ihn zunächst einmal auf die Bank zu setzen. Daniel korrigiert damit eine uns ohnehin unverständliche Entscheidung, die seinen Ruf als Sicherheitsfanatiker in Griechenland weiter festigte. Als er mit einem Abwehrbollwerk begann, ein Spiel, das Griechenland ja unbedingt gewinnen muss. Jetzt ein Abwehrmann weniger. Gelb in diesem Falle gegen Sebastian Dasler. Zu Recht. Der da Limbaropoulos am Trikot gezogen hat. Aber es ist Deislers erste gelbe Karte, damit zunächst für den weiteren Verlauf dieser WM-Qualifikation ohne Bedeutung. Fürs nächste Spiel zumindest. Georg Atos. Kahn sofort abgeschlagen auf Janka. Jetzt gegen Pazazoglu. Und er zieht ihn am Trikot. Ebenfalls gelb gegen Pazazoglu. Vor 3 Jahren mit der U21, in der besten U21, die Griechenland je hatte im Endspiel der Europameisterschaft. Jetzt aufgerückt ins A-Team. Will auf, beinahe Janka, aber dann Ziege. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter, der 3 Meter daneben stand. Rehmer plötzlich links. Neville. Aber auch in diesem Falle gut, sofort geflankt von Deisler mit Risiko, das was Rudi Völler sehen will.
Das war's, was er Ihnen nach dem Albanien-Spiel gesagt hat. Keinen Angsthasenfußball wollen wir in Athen bieten, sondern Fußball mit Mut zum Risiko. Ihr dürft ruhig Fehler machen. Ich reiße euch deshalb, vor allem den jungen Spielern, nicht den Kopf ab. Burns und Karagounis. Aber nach wie vor das entscheidende Manko der griechischen Mannschaft. Deshalb hat diesen Mannschaftsteil auch Daniil versucht zu stärken, das Mittelfeld. Georgatos. Ziege. Nach englischem Motto, safety first. Vasilis Daniil, der Bewunderer des deutschen Fußballs in Griechenland, sagen sie, er sei zu sehr Deutscher. Von seinen taktischen Varianten her, er spielt ihnen mit der Nationalmannschaft zu wenig offensiv. Bremer. Nöbel und Pazazoglu. Bremer, klasse auf Ziege. Ganz alleine, muss warten. Lideropoulos und Werns. Kreisler. Balak. Ja, Lieberopoulos, selbst ausgetrickst. Jeremis. Neville. Pereira, wir wollen uns über Kleinigkeiten nicht streiten, aber meistens auf Ballhöhe und zum Glück für die deutsche Mannschaft auch mit einem sehr, sehr guten Auge, als er den Flugansatz von Georgiadis um Bruchteile von Sekunden eher gesehen hat, als die Feindberührung von Ziege gegen den Griechen im deutschen Strafraum. Neville. Guter Flügelwechsel von Zagorakis auf Georgatos. Und dieses Mal Heinrich, der sich gesteigert hat. Auf der anderen Seite als Rehmer-Double genauso erfolgreich. Rehmer jetzt auf Balak. Neville. Und mit Risiko. Klasse. Das ist der Neville, wie ihn vielleicht viele gar nicht kennen. Aber einer, der damals in Rostock so viele Tore geschossen hat und eigentlich als Olli Schleicher in dieser Saison auch in Leverkusen schon viel mehr Treffer erzielt hat, als viele wahrhaben wollen. Sollte sowas auch im Nationalteam viel öfter riskieren. Aber wie sie rochieren, wie sie anspielbar sind, die deutschen Stürmer auch auf den Flügeln, ist bisher ein absolut konstruktives Element. Wieder Deisler. Nicht im Abseits, Georgiadis. Und den Ball gespielt von Werns. Oh, Attacke kam von hinten, aber Christian Werns hat da seine Routine ausgespielt, hat den Ball getroffen. Schauen Sie, hier wunderbar den Ball gespielt. Gegen Georgiadis und dann ist er drin. Dann ist er drin. Da hatten sie überhaupt nicht aufgepasst. Alle, auch die Bildregie, noch auf der Wiederholung der Szene von vorhin. Und dann steht es 2-2.
Oliver Kahn völlig verdutzt. Ob eines wohl, so sah es von hier oben aus, abgefälschten Balles. Und Georgiadis eben noch im Brennpunkt bei dieser Szene gegen Wörns. Jetzt schauen Sie mal hin. Nee. Keiner dran. Mutterseelen allein frei. Georgiadis. Eben noch von Wörns vom Ball getrennt und dann passen sie auf ihn nicht auf. Und ausgerechnet der Kleinste mit dem Kopfballtor zum 2:2. Keiner hatte auf ihn aufgepasst. Zum ersten Mal großes Abstimmungsproblem in der deutschen Hintermannschaft, die ansonsten eigentlich sehr geordnet bisher agierte. Georgiadis, normalerweise ein Mann, der über außen kommt, vor allem über rechts. Zweimal in Bruchteilen von Sekunden hintereinander in der Mitte, einmal von Wörns gepackt, beim zweiten Mal sträflich vernachlässigt. Und Zuspiel war astrein, da war nie und immer ein Deutscher dran. Optische Täuschung aus unserer Position von der weit gegenüberliegenden Seite. 2:2 und Sieg. Heinrich und Sieg. Immer wieder Deißler. Schon wieder vorbei. Klasse, Sebastian Deißler. Und mit Mut zum Abschluss. Ich will, weiß Gott, nicht euphorisch werden, meine Damen und Herren. Aber nach all dem, was wir zuletzt ja oft erlebt haben, kann ich nur sagen, eine klasse Partie von Deißler. Am Anfang in der ersten Viertelstunde weitgehend zentral offensiv. Dann mehr und mehr Ballack diese Position überlassend. Und auf die Flügel ausweichend, rechts wie links. Gefährliche Flanken, gute Szenen. Im Kampf 1 gegen 1 und auch noch mit dem Mut zum Abschluss. Bester deutscher Spieler. Und da passen sie wieder nicht auf. In diesem Falle Heinrich und Ziege lassen Karagounis frei zum Schuss kommen. Was ist los, Freunde, hinten? Mit der Konzentration. Wieder Karagounis. Und erneut kommt er an den Ball, in diesem Falle schon wieder Charisteas. Christian Wörns, nicht eng genug bei ihm. Weder bei Charisteas noch bei Liberopoulos. Beide jetzt können in der Mitte sich ein ums andere Mal freistehlen. Vorher Charisteas, jetzt Liberopoulos. Und in diesem Falle muss ich sagen, kommt im richtigen Moment für die deutsche Mannschaft das tolle Zuspiel auf Ballack vor dem Elfmeter. Weitere Klasseaktionen. Bei einem so jungen Spund in der Position darf man das ruhig öfter mal erwähnen. Janka und Gumas. Never ending story. Aber sehen Sie, sicherlich ist er mit dem Kopf richtig zum Ball gegangen, der Gumas. Aber wo war die linke Hand denn schon wieder? Schon wieder am Hemdkragen von Carsten Janka. Umgekehrt schenkt er dem natürlich auch nichts. Das wollen wir mal festhalten. Meister. Jeremies im Abseits, Nübel.
Für jede Abteilung hat im Übrigen am Spielfeldrand Rudi Völler schon mal den richtigen Mann zum Warm-up geschickt. Mit Ramelow, mit Bode und mit Klose. Unter den Augen von Otto und Beate Rehagel, der ihn ja beim ersten FC Kaiserslautern erstmals richtig im Seniorenteam gebracht hat. Miroslav Klose, der Matchwinner vom Albanien-Spiel. Pazazoglu. Rehma Balak. Kaisler. Jeremis. Ziege. Bianca. Aber Gumas. Balak. Lässt er weiterlaufen. Georgiadis, den da Jens Jeremis auflaufen ließ, zurück Freistoß. Eisler, klasse, sofort attackiert. Und tolles Zuspiel auf Janka. Janka! Eleftheropoulos nach dem Motto, Hauptsache abgewehrt. Und schon wieder, Herrera zeigt Gumas und Janka an, nehmt die Hände weg. Karagunis, ein Freistoß. Gut postiert Jeremis. Nochmal Karagunis. Liberopoulos. Basinas und Christian Ziege. Pazazoglu. Georgatos, sehr schön gespielt von Charisteas, Georgiadis. Gegen Heinrich. Und dann hilft der Michael Balak, auch wenn dabei ein Eckball für die Griechen rausspringt. Aber sehr lobenswert, wie Balak versucht,
dem einen oder anderen deutschen Abwehrspieler zu helfen. Großer Aktionsradius von Ballack, der heute wirklich eine gute Partie spielt. Georg Adams. Vasilis Daniil, schon schwer in der Kritik in Griechenland als Nationaltrainer. Erneut Ballack. Wie heißt es so schön? Er zeigt sich heute. Er ist auch dort, wo es wehtut. War nicht immer so. Und Heinrich. Mavroginidis, Kazatsoglu, Liberopoulos, macht er gerne. Ist ja weniger Stürmer, denn offensiver, sich oft zurückfallen lassender Mittelfeldspieler. Ballack, gut gespielt auf Deisler. Sogar aus diesem Ball macht er noch was. Neuville, richtig spekuliert. Rehmann. Hoffentlich hat er seine weiten Einwürfe. Ballack als kopfballstarker Mann mit vorn. Und mein Gott, das hätten wir dem Oliver Neuville gegönnt. Denn nachdem Ballack und Janka nicht zum Ball kamen, lauerte der Kleinste dort, wo er stehen muss, im eigentlich chancenlosen Bereich. Vier Mann, fünf Mann gingen da zum Ball und den muss er eigentlich machen. Bremer auf Deisler. Gewinnt jeden Zweikampf. Bremer. Siege auf Janka. Heinrich vor Charisteas. Jaris, auch er wie Liberopoulos, lässt sich ein ums andere Mal ins Mittelfeld zurückfallen, um dann plötzlich wieder vorne im Sturmzentrum aufzutauchen und die deutsche Hintermannschaft wie beim 2:2 zu verblüffen. Rehmann, starke Partie. Janka, das ist ein spielender Stürmer. Rehmann und Neuville. Aber das sind wenigstens Spielzüge, die wir lange von einer deutschen Fußballnationalmannschaft nicht gesehen haben. Neuville, zwei Riesenchancen. Zumindest einer davon, hoffentlich rächt sich das nicht, hätte passen müssen. Sehr schön, Georg Adams angespielt. Deisler will Rehmer helfen. Und Kahn verpasst. Und, oh, da haben wir auch Glück gehabt. Denn der Heinrich hat den Mann, der zum Kopfball ging, geschoben.
In diesem Falle Georgiadis, der schon wieder da war. Heinrich hat das clever gemacht. Dann hat alle verfehlt, inklusive Kahn. Kam Georgiadis, dachte sich, das ist wieder was für mich. So, schauen Sie, da kommt der Heinrich von hinten und schiebt im richtigen Moment ein bisschen. Und stört das Kopfballtiming von Georgiadis, aber aus dem Blickwinkel konnte das kein Schiedsrichter der Welt erkennen. Aber mehr und mehr griechische Fußballfans stehen wieder mit vollem Herzen hinter der eigenen Mannschaft. Jeremis ganz sicher offensichtlich was abbekommen, wenn wir das richtig von oben sehen. Da sogar einige Blutspuren erkennbar nach diesem Check. Welle bei einem Länderspiel der Griechen hat man lange nicht gesehen. Sehr schönes Zuspiel von Livaropoulos auf Mavroginidis, dann Charisteas. Wieder Charisteas. Novotny. Das ist die Zweikampfstärke von Jens Novotny. Und auch das gute Zuspiel. Und er schaltet sich sofort ein. Und fast hätte er noch Glück gehabt im Zuspiel auf Deisler. Ja. Darf er sich gelb geben für Deisler? Der hat ja schon gelb. Gelb-rot. Unser bester Mann ist draußen. Oh, das war Übereifer von Sebastian Deisler. Übereifer. Eigentlich sah jeder, ich sagte schon mit dem Oh, an den Ball kann er nicht kommen. Aber er wollte zeigen, auch in dieser Szene will ich mich einsetzen, hundertprozentig. Und damit war er natürlich zu spät dran im Zweikampf. Trotz immensen Spurtvermögens kam der Sebastian Deisler da einen Tick zu spät am Ball vorbei. Und wenn man sagen musste, wir haben schon zweimal Glück gehabt in dieser Szene, sicherlich auch nicht unbedingt eine zwingende gelbe Karte gegen Sebastian Deisler. Aber der Schiedsrichter hat es von hinten gesehen und sah von hinten, er ist ein bisschen zu spät dran. Attacke von hinten, zückte sofort gelb. Und damit die Deutschen mit 10 Mann und vor allem, was noch viel gravierender ist, ohne ihren Besten. Balak und Janka. Was für ein aufregendes Spiel. Wer hätte das nach dem Albanien-Match gedacht? Und im Moment, glaube ich, wären die beiden Skibbe und Völler wahrlich mit einem Unentschieden zum Ende des Matches zufrieden. Jetzt bemühen wir die alte 5-Mark-Fußballweisheit. Gerade der angeschlagene Gegner, oft mit 10 Mann spielend, der dann am meisten auftrumpft. Hoffentlich ist die Geschichte zitierbar. Bremer, Alak, gut verlängert, wieder Neuville und vorher abgepfiffen. Foulspiel von Neville gesehen. Ja, war nicht ganz deutlich zu sehen, aber ich glaube, das Zerren am Trikot
nicht eindeutig zu erkennen, diese Szene, dass er angezeigt hat. Der Schiedsrichter war zuvor schon nicht genau aufgedeckt von der Kamera zu erkennen. Der Kapitän Zagorakis. Aber Szenen von höchstem Streitwert in diesem Spiel. So richtig nach dem Geschmack der Fußballfans. Wer hat recht? Die Quizfrage bei Griechenland gegen Deutschland. Und sie werden stärker. Heinrich gegen Liberopoulos, sicherlich ein Foulspiel, aber die Griechen provozieren natürlich jetzt mehr und mehr auch solche Szenen. War bei dem Fall von Liberopoulos ganz klar zu erkennen, auch wenn ich an dem Freistoß überhaupt nicht rütteln möchte. Georgatos, der Roberto Carlos Griechenlands, wie sie ihn nennen, raffiniert gemacht. Nicht so blind drauf gedonnert, sondern er wollte einen anderen ins Spiel bringen, den aufgerückten Gubas. Georgatos, Jeremis, Rieseneinsatz bei Jens Jeremis, kämpferisch, starke Partie. Wieder Georgatos, aber Novotny. Rehmer. Stärker werdend, Karagounis. Mavroginidis, Georgatos, blüht auf jetzt, nicht im Abseits. Oder doch, doch. Charisteas, Schiedsrichter, schaute zunächst hinaus zu seinem Schiedsrichterassistenten. Dann kam die Fahne doch noch. Und sie kam völlig zurecht. Georgatos auf Charisteas, nur ließ sich halt sehr, sehr lange Zeit. Herr Santos auf der anderen Seite. Und Rudi Völler wird sicherlich in Kürze auch was unternehmen, einen frischen Mann bringen, um die Griechen, die da Oberwasser zu gewinnen scheinen, zu beschäftigen. Vielleicht kommt jetzt dann Klose ins Spiel. Liberopoulos. Balak. Er muss jetzt alleine das Spiel machen. Novotny, gut gekämpft, belohnt. Doch Ballbesitz für die Deutschen. Windeville. Janka. Im Antritt noch nicht ganz der, der er schon war vor der letzten Europameisterschaft oder auch zu Beginn der neuen Saison. Aber er hat gerackert, gekämpft, war anspielbar. Das Wichtigste für einen deutschen Stürmer zurzeit. Und hat auch gut vorbereitet, siehe das 1:0. Burns und Heinrich spielen 1 gegen 1 gegen
die griechischen Spitzen, wer auch immer da nach vorne kommt. Und Nowotny versucht sich noch mehr ins Mittelfeld zu postieren und dort anspielbar zu sein, um den Ausfall von Deisler zu kompensieren. Jetzt kommt der Wechsel, das Zeichen von Völler kommt. Miroslav Klose. Stürmer für Stürmer für Oliver Neuville, der viel gelaufen ist. Der nur sehr unglücklich im Abschluss wirkte und das Spiel eigentlich schon längst vor dem Platzverweis, vor der gelb-roten Karte gegen Deisler, hätte entscheiden können, ja müssen. Die Griechen weit aufgerückt, im Gefühl, einen Mann mehr zu haben. Ist das die Chance für Klose, den frischen Mann im Sturm? Sehen Sie, das ist das, was ich meinte. Nowotny, clever jetzt mehr und mehr im Mittelfeld zu finden. Und hinten spielen sie Risiko. Georgatos, Karagounis, in der zweiten Halbzeit die Anspielstation links. Balak, oh, den darf er nicht verlieren, aber sofort hilft ihm einer mit Jeremis. Das ist das Neue in der deutschen Mannschaft heute. Einer für den anderen. Georgiadis. Karis Deas auf Navroginidis. Und wieder Nowotny. Glänzende Stellungsspiel in der zweiten Halbzeit. Bietet sich sofort an für Balak. Hier ist er. Zieges Zuspiel. Noch nicht von Erfolg gekrönt. Karagounis. Für die Griechen ist das Unentschieden zu wenig, wenn sie noch eine Chance in dieser WM-Qualifikation haben wollen. Georgiadis. Klose sofort auch nach hinten arbeitend. Das, was jetzt verlangt ist mit 10 gegen 11. Ziege lässt Georgiadis flanken, aber kann. Balak holt den Ball und tolle Spielöffnung auf Rehmer. In der Mitte Janka, hinten Balak. Ziege auf Janka. Denkste, Gummers, natürlich, wer sonst? Jeremis, Janka, nicht im Abseits. Und Balak. Janka. Wieder Balak. Vier Griechen gegen drei Deutsche. Aber Heinrich hat sich deutlich gesteigert, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die zündenden Ideen aus dem griechischen Mittelfeld heraus bei numerischer Überlegenheit kommen nicht. Deshalb wird Daniil in Kürze einen Mann bringen, der die normalerweise im Verein bei Olympiakos bringt, nämlich Niniadis.
Dragonis. Georgiadis, der müde wird, vielleicht seine letzte Aktion. Ach, frech, aber mit Pech. Klose. Klose bisher sehr defensiv stark, wer hätte das gedacht? Und Jaka, Mutterseelen allein. Mavroginidis auf Georgiadis. Immer wieder Karagounis, dessen Kreise jetzt Klose einzuengen versucht. Und Zagorakis, der Kapitän. Liberopoulos wollte einen Freistoß schinden, was ihm Pereira sofort anzeigte. Ah, Liberopoulos, und dann wäre er vorbei gewesen, dann wäre er vorbei gewesen. Und natürlich gibt es noch einmal Gelb. In diesem Falle für Christian Wörns, der das mit Routine, aber auch der Foulspiel gelöst hat. Freistöße sind gefährlich bei Länderspielen der Griechen. Erstmal wird getauscht jetzt. Eins steht fest, es kommt Niniadis, aber schon zweimal haben sie geändert, wer runter soll. Sie fragen auch alle, wer muss raus? Es trifft Karagounis, der da ungläubig angezeigt hat. Ich doch nicht, ich war doch mit der Stärkste in den letzten Minuten. Ach, sehen Sie, wie sauer er ist. Ja, Daniel muss ihn beruhigen. Vasinas, habe ich Ihnen zum Glück für die deutsche Mannschaft zu viel versprochen, was die Freistoßkünste der Griechen betrifft. Auch Rudi Völler wird noch mal reagieren und noch mal einen frischen Mann bringen mit Marco Bode. Zagorakis. Oh, wir haben es falsch postiert. Aber Kahn, Torhüter und Ersatzlibero. Jeremy Klose. Georgiadis aus dem passiven Abseits zurückgelaufen, Liberopoulos, deshalb Georgiadis. Unglücklich abgefälscht von Jeremis, aber auch hier half ein Kollege, in diesem Fall in der Wort, Rehmer und Ballack. Sofort gestartet Christian Ziege. Rauf und runter, ganz nach unserem Geschmack. Der neue Mann, Niniadis. Georgiadis. Novotny. Korrekter Einsatz von Ballack, der Zweikämpfe sucht und immer mehr davon gewinnt. Klose noch ein bisschen grün in dieser Szene gegen Pazazoglu. Jeremis, unübertroffen, sein Einsatzwille heute. Wörns,
Ich denke, ich sehe nicht recht. Mit 10 Mann und der Abwehrspieler vorne. Hoffentlich rächt sich das nicht nach Ballacks Ballverlust. Iniadis nicht im Abseits, zeigen sie an, obwohl Völler und Skippe die Hand oben hatten. Ist Charisteas. Iniadis. Georgatos nicht zum Schuss kommen lassen. Und Kahn. Gefault von Georgiadis. Von dem das erste Schieb kam. Carsten Janker, der sich aufgerieben hat. Viel gelaufen ist. Sicherlich immer noch nicht, was einige Antritte anbelangt, in der glanzvollen Verfassung ist, in der er sich vor seinen Verletzungen präsentierte, aber der wirklich bravourös gekämpft hat und auch einige Male schön aufgedeckt hat, wird aus der Mannschaft genommen und für ihn Marco Bode ins Spiel gebracht, der sich aber sofort nach vorne orientiert. Also es bleibt bei zwei Spitzen mit Bode und mit Klose. Und mit Bode damit einem Spiel, den man auch mal mit hohen Bällen bedienen könnte. Von allen, die die Hand hoben, war Jeremis der Einzige, der Grund dazu hatte. Gut gemacht von Oliver Kahn. Klasse mitgespielt. Sofort auf Bode, der den Braten auch gleich gerochen hat. In den Lauf von Ziege. Prima gespielt. Schade, Zuspiel hat ja einen Tick zu wenig Kraft für Klose. Aber sie halten nach wie vor mit 10 Mann dagegen. Das einzig Richtige, nicht hinten reindrängen lassen. Gegenteil, deutsche Mannschaft verschafft sich wieder ein bisschen Luft. Was Stellungsspiel anbelangt in der zweiten Halbzeit, unübertroffen Jens Lobotny. Dann kommt Pazazoglu. Aber sie passen im Moment sehr, sehr gut auf. Immer wieder Ballack. Auch er einer, der Zweikämpfe gewinnt. Und dabei noch ein Freistoß herausholt gegen Lavrogenidis. Christian Ziegel. Ballack oder nein, Klose. Klose kommt hin und macht das Tor. Da huschte eine 8 ins Blickfeld und Miroslav Klose, es kann doch gar nicht wahr sein. Miroslav Klose, ist er heute schon wieder der Matchwinner? Es ist doch nicht zu fassen. Was hat der Rudi Völler damit für ein Händchen? Da kommt der Klose und im goldrichtigen Moment entwischt er schon wieder allen. Schauen Sie hin.
unglaublich. Sieges Freistoßflanke, da sagt doch einer, es gibt keine guten Flankenbälle mehr in der deutschen Mannschaft. Und dann kommt der Klose und macht auch in diesem Spiel sein Tor. Mit 10 Mann, toller Kampfgeist. Auch wenn Ballack diesen Zweikampf verloren hat. Und wieder einmal ist es so, dass die numerisch unterlegene Mannschaft vielleicht am Ende doch die siegreiche ist. Wie er sich freigestohlen hat, und den hat er ja gar nicht aus der Szene, aus der Einstellung ist es ja wunderschön zu sehen. Den hat er ja gar nicht richtig mit dem Kopf erwischt, sondern frei nach dem berühmten Operettenlied. Ach, ich habe ihn ja nur mit der Schulter geküsst. Aber das sind die Dinge, meine Damen und Herren, wenn sich das in dem uns weit gegenüberliegenden Teil des Strafraums abspielt, für die wir, das dürfen wir ehrlich zugeben, auch die Wiederholungen benötigen. Denn wir sitzen weit entfernt, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt soll es der richten, nach 3 Jahren, den sie wieder in den Kader geholt haben. Alexandris mit 32 Jahren schon ausrangiert als Nationalspieler. Nach der Verletzung von Machlas zurückgeholt. Weil er im Moment die Torjägerliste in Griechenland anführt, die Torschützenliste. Und deshalb soll er noch was richten und zum Besseren wenden. Der Uldi für den Youngster. Und Rudi Völler. Tja, Miroslav Klose. So, jetzt steht der Ballack vorn. Im 5-Meter-Raum. Rehmer. Und schon wieder Klose. Unbekümmert, selbstbewusst. Und sie sind sogar jetzt in den letzten 10 Minuten mit 10 Mann die dominierende Mannschaft. Die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erster klasse Schachzug, Nowotny weiter nach vorne zurück, um damit das numerische Defizit im Mittelfeld auszugleichen. Zweiter guter Schachzug, Klose zu bringen, der am Anfang nur mit Defensivaktionen beschäftigt war, das auch gut gemacht hat, aber im goldrichtigen Moment zur Stelle war. Und so wie er seine Tore macht, bleiben wir erstmal bei Georg Ados. Das sind ja nicht die klassischen Tore, die er erzielt hat, wenn Sie an die Art und Weise, wie er es gemacht hat gegen Albanien, sich erinnern. Und an diesen Schulterball, genau definiert in diesem Spiel. Das zeichnet einen Menschen mit dem berühmt-berüchtigten Torich aus. Und schon wieder Klose, und er sieht Bode. Wurde auch goldrichtig jetzt in dieser Phase, wenn sie ihn anspielen, aufgrund seiner Technik in der Lage, den Ball erstmal zu halten, das Spiel zu beruhigen. Deshalb auch dies genau die richtige Einwechslung. Miniadis, dessen Einwechslung hat sich noch nicht bewährt, denn Jeremis steht nach wie vor glänzend zentral defensiv. Georgatos. In der ersten Halbzeit kam er dank Rehmer kaum zum Flanken, und die Flankenbälle, die er in der zweiten Halbzeit bringt, haben nicht das richtige Maß. Christian Ziege, wenn man in vielen Aktionen sicherlich merkt, dass er wenig Spielpraxis hat. Dass er bei Weitem noch nicht so frisch ist, wie er das schon zu seinen besten Zeiten war. Aber er hat sich auch gesteigert, hat sich anstecken lassen vom Kampfeswillen der deutschen Mannschaft. In der zweiten Halbzeit stärker geworden. Wertvolle Aktionen nach vorne. Nicht nur des Freistoßes wegen, der zum 3:2 geführt hat.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, bei allem, was es schon Kritisches über Christian Ziege gab, aber denken Sie mal an die Spiele, wo der mit rechts wie links glänzende Aktionen hatte, wo er Tore geschossen hat, wo er gute Flanken geliefert hat, wo er seine Kopfballstärke ausgespielt hat. Den kann man doch nicht fallen lassen. Rudi Völler macht es gut, hat mit ihm ein langes Einzelgespräch hier geführt. Trotz seiner im Moment sehr, sehr schlechten Situation in England baut er ihn auf, weil er sagt, du bist ein Spieler mit so viel Erfahrung, auf den ich nicht verzichten möchte. Du musst wiederkommen. Vielleicht ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn auch noch nicht alles Gold war, was da stellenweise glänzte heute Abend. Iniadis. Wieder ein Iniadis, aber der hängt viel zu weit zurück, um das Spiel entscheidend beeinflussen zu können, was das Bedienen der Stoppspitzen betrifft. Stattdessen wieder Liberopoulos und Georgiadis. Aber auch Werns, so eng am Mann wie in einigen Spielen vor diesem heutigen Match nicht mehr. Schiedsrichter Pereira sofort moniert das Abbrennen, das Werfen der Feuerwerkskörper. Aber Sie merken schon, der kennt sowas aus Lissabon. Georgatos verliert jetzt mehr und mehr die Lust. Stellungsfehler von Ziege. Aber Novotny, der Weltmeister des Stellungsspiels. Wichtiger denn je nach dem Ausfall von Deisler nach dem Platzverweis in der zweiten Halbzeit. Wieder Georgatos. Gegen Rehmer. Ja, Rehmers Kräfte schwinden, aber es ist ein Wunder. Nicht mehr so eng am Mann wie in der ersten Halbzeit bei Georgatos, nachdem er ja nach langer Verletzungspause sein Comeback ja gegen Albanien gefeiert hat. Verlassen auch ihn jetzt langsam aber sicher die Kräfte. Bei dem Pensum, das er geleistet hat, nicht verwunderlich. Und Ballack. Rehmer. Der letzte Wind bei ihm. Und Bode, direkt, jawohl, jawohl! Klasse gespielt. Und wenn wir heute, meine Damen und Herren, die guten Spielzüge der deutschen Mannschaft zusammenzählen, sicherlich, ich möchte es nochmal betonen, das soll nicht wertmindert klingen, aber die griechische Mannschaft, logischerweise kein Weltklasse-Team, aber was soll's, auch die muss man erst einmal mit 10 Mann mit 4:2 besiegen. Wenn man die guten Spielzüge der Deutschen heute zusammenzählt, dann komme ich auf mehr als in den letzten 4 Spielen zusammen. Wenn ich da die Freundschaft spiele. Vor allem gegen Dänemark oder gegen Frankreich mit einbeziehen. Und das sind eben die Teamchefs oder die Trainer mit Fortune. Rudi Völler. Er bringt den Klose, wie gegen Albanien. Und wie gegen Albanien macht er das Tor. Er bringt den Bode. Auch der sofort ein Gewinn. Und auch der macht das Tor. Obwohl er ja gegen Albanien, weil er einfach einen viel zu großen Raum zu beackern hatte, oft sehr unglücklich gespielt hat. Wir sind logischerweise weit davon entfernt, meine Damen und Herren,
da alles schön zu reden, was wir vor allem in der Defensive in der ersten Halbzeit bei der deutschen Mannschaft schon noch kritisch anmerken mussten. Aber eines steht fest, stellenweise spielerisch in der ersten Halbzeit vor allem, dank Deisler und auch Ballack. Und eines Rehmer, der eine taktische Aufgabe glänzend gelöst hat und damit ein wichtiges griechisches Stilelement von Anfang an unterbunden hat. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit nach dem Platzverweis gegen Deisler, kämpferisch hat sich die deutsche Mannschaft heute Abend ganz sicherlich wieder in die Herzen der deutschen Fußballfans gespielt und gekämpft. Bitte, Herr Heinz Undermann muss unbedingt telefonieren 0049 36 3 5 4 5 2 2. Rudi Völler hätte ja auch noch einen taktischen Wechsel parat mit Carsten Ramelow. Miroslav Klose, unfassbar, unfassbar. Wir wollen es ja nicht mehr wiederholen, dass er vor 2,5 Jahren an Betzenberg noch in der Fankurve stand und jetzt in 2 WM-Qualifikationsspielen der Mann, der in einem Spiel den Sieg für die Deutschen herausgeholt hat und heute die Mannschaft auf die Siegerstraße gebracht hat. Und um ihm zu zeigen, zum einen gibt es von den deutschen Fans Applaus für Jens Jeremies, der eine klasse Partie, vor allem im kämpferischen Bereich gespielt hat und vor allem auch seine taktische Aufgabe gut gelöst hat heute. Sofort auf die ballführenden Gegner zugegangen ist, viele Zweikämpfe gewonnen hat. Um ihm zu zeigen, auch Ramelow gehört noch mit dazu, wenn es um defensive Mittelfeld geht, hat er ihn noch gebracht in den letzten Sekunden. Und auch Rudi Völler kann noch Fußball spielen. Und es spricht für den Teamgeist. So wie die deutschen Spieler aufeinander zugehen, sich gratulieren, wie auf der Bank einer den anderen umarmte. Wie die Spieler auch keine Scheu hatten, Rudi Völler zu gratulieren und zu umhalsen. Und so wie Miroslav Klose jetzt schon zum Establishment gehört, meine Damen und Herren, haben Sie gesehen? Sofort sind Sie bei ihm. Ein Novotny, das ist ja schon das Erheben in den Adelstand in der Hierarchie der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gratuliert ihm, ein Ziege, auch einer der, die schon viel erlebt haben im deutschen Nationalteam. Und das Duo hat heute Abend in Athen erstklassige Arbeit geleistet. Skibbe und Völler. Ein Heinrich, der sich gesteigert hat, aber es war symptomatisch, trotz der vielen Fehler, die da auch gemacht wurden, vor allem im Defensivbereich. Es hat sich keiner hängen lassen, es hat wirklich der andere dann versucht, das auszubessern. Und die Spieler haben sich auch am Riemen gerissen nach eigenen Fehlern. Und sind, was Heinrich zum Beispiel betrifft, im Laufe des Spiels stärker geworden. Und das Feedback von den Fans ist da. Sie gehen zu ihnen. Und der Kampfgeist, den sie auf dem Feld gezeigt haben, wird heute von den Rängen erwidert. Michael Ballack, den wir häufig kritisiert haben, denken wir nur an das Frankreich-Länderspiel, aber heute hat er Flagge gezeigt. Jens Novotny hat taktisch vor allem goldrichtig reagiert nach dem Platzverweis von Deisler. Das sind doch viele Dinge, die wir heute Abend gerne lobend erwähnt haben bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die verdient auch mit 10 Mann am Ende mit 4:2 gewonnen hat. Und damit sind wir gespannt auf die ersten Interviews. Griechenland, Deutschland.